Alle lieben endlich die BTU. Was ist geschehen? Taucht ein äußerer Feind auf, dann ist der innere Frieden schnell hergestellt. Und da ist er, der Feind. Oder vielmehr sie, die zu scheinbar allem bereite Landesministerin Sabine Kunst. Mitte Februar verkündete sie erstmals, dass es ihr Ziel sei, die BTU aufzulösen und durch Fusion mit der Hochschule Lausitz eine neue Universität oder eine Hochschule, eine Gesamthochschule, ja was denn überhaupt, oder vielleicht eine Kunstakademie zu gründen. Ich stehe dafür, dass eine technische Universität in der Lausitz unerlässlich wichtig für das Land ist und dort auch die Ressourcen zu allozieren sind, die für die Entwicklung einer technischen Universität nötig sind. Das klingt sehr kompliziert, sollte aber heißen, dass der Status einer technischen Universität erhalten bleibt. Trotzdem klingelten an der BTU in allen Gremien die Alarmglocken, nicht zuletzt bei den Studierenden. Die luden die Ministerin ein und am 14.03. fand ein Gespräch zwischen ihr und den Studierendenvertretern beider Hochschulen statt. Die Studierenden sprachen sich geschlossen gegen eine Auflösung und Neugründung aus. Frau Kunz stellte sich der Kritik und den Bedenken der Studierenden, konnte ihnen aber nichts entgegensetzen. Eine Abweichung von ihrem Kurs ist zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar. Ich halte an dem Konzept einer Universität fest und bin sehr gespannt auf jetzt den Verlauf der Diskussion und werde selbstverständlich die Anregungen und auch Gegenreaktionen mitnehmen, um das auch zu bedenken, einzuarbeiten und in einen Prozess einzuspeisen auf einen gemeinsamen Weg. Die Vertreter der Studierenden bewerten das Gespräch an sich positiv, beurteilen den Inhalt jedoch als unkonkret. Sie war vorbereitet, sie war aber schon erschreckt darüber, wie viele Studenten hier sitzen und wie viele Fragen, wie viel Ahnung wir haben. Ja, die Ministerin war da, sie hat erzählt, was er erzählen wollte, allerdings waren es mir leider viel zu viele Plattitüden. Also das ist das, was sie schon öfter erzählt hat, aber nichts Konkretes. Sie hat gesagt, ja, ich habe die Idee, das wird sich alles durchsetzen. Mehr als 2015 kann ich nicht überblicken, aber das liegt dann an der neuen Uni, die hat das durchzusetzen. Und das ist mir einfach zu wenig. Vor allem zu wenig, BTU. Denn die Sorge, dass unsere mühsam großgezogene Uni im 21. Jahre ihres Bestehens ihr Image, ihren Namen oder sogar ihre Existenz einbüßt, trieb eine beachtliche Anzahl von Studierenden und Mitarbeitern auf die Straße. Am 19.03. führte der Demonstrationszug mit über 2000 Teilnehmern vom Campus zum Altmarkt. Denn im Stadthaus fand eine außerordentliche Versammlung statt. Die Stadtverordneten, Vertreter der Hochschulen und der Landtagsfraktionen und natürlich Sie, die Ministerin, wollten über die Bedeutung der Fusionspläne für Cottbus und die Lausitz diskutieren. Professor Rolf Emmermann hatte mit einer externen Kommission die Lage der Hochschulen ausgiebig analysiert und sieht die Fusion keineswegs als beste Lösung. Frau Münch hat gesagt, Sie sind völlig frei in allen Vorschlägen bis hin zur Fusion. Und das wollte ich sagen, dass wir das auch wirklich geprüft haben, und zwar mit allen Gutachtern. Wir schlagen vor, beide Hochschultypen grundsätzlich erstmal zu erhalten. Dort, wo es aber möglich ist und wo es vielleicht sogar erforderlich ist, gemeinsame Fakultäten einzurichten. Wir nennen das hochschultypübergreifende Fakultäten. Die Ministerin bezieht sich auf die gleiche Analyse, fordert aber eine viel weitreichendere Konsequenz daraus. Die Entwicklung und die Weiterentwicklung der BTU durch Neugründung einer starken technischen Universität in der Lausitz nimmt die Empfehlungen von Wissenschaftsrat und Lausitz-Kommission auf, vereinfacht und beschleunigt aber das Verfahren immens. Vereinfachung und Beschleunigung sind die Stichworte, auf die Frau Kunst vermutlich besonders Wert legt. Ansonsten glaubt man kaum, dass Sie und Herr Emmermann über den gleichen Bericht reden. Denn bei ihr klingt vernichtend, was bei ihm ganz positiv rüberkommt. Ich zitiere, die Forschungsleistungen der BTU sind überwiegend nicht befriedigend. Wir denken, dass die BTU Cottbus genügend sehr gute Keimzellen hat, um, wenn man sie entsprechend ergänzt, erweitert und mit Konzepten verstärkt, eine Chance zu haben, eine wirklich konkurrenzfähige Forschung im deutschen Umfeld zu machen. Verbesserungsbedarf sieht die Kommission auch in Teilen der Lehre. Wir finden, dass die Studienbedingungen hervorragend sind, in jeder Weise, sowohl von der räumlichen Unterbringung als auch von der Betreuung der Studierenden. Kooperationsmöglichkeiten werden innerhalb der Hochschule und über die Hochschulgrenzen hinweg
nicht ausreichend genutzt. Die Ministerin lässt kein gutes Haar an der BTU, denn das sieht sie als beste Strategie für ihren Plan der Auflösung und anschließenden Neugründung. Die Neugründung ist schlicht und einfach praktisch für sie, weil dann das Ministerium seine eigenen Vorstellungen einfach durchsetzen kann. Bei Reformen hingegen sind die Hochschule und die Uni ungleich stärker am Gestaltungsprozess beteiligt. Das möchte die Ministerin vermutlich vermeiden. Es geht ihr zu langsam. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates aus dem Jahre 2002 sind weitgehend verhallt. Damals ging es um ein engeres Zusammenrücken mit der Hochschule Lausitz und die Spezialisierung auf Energie und Umwelt. Genau darüber reden wir jetzt. Im Jahre 2012, meine Damen und Herren. Die Neugründung müsste vom Landtag beschlossen werden. Deshalb reisten die Fraktionsvertreter der Regierungsparteien von Potsdam in die abgelegene und mittlerweile weltbekannte Lausitz. Es ist ein weiterer Weg von Potsdam, aber ich nehme ihn gerne auf mich, weil ich hier vieles lernen kann. Das Gesetz ist noch nicht eingebracht, von daher kann ich Ihnen keine Positionen dazu hier heute vortragen. Aber ich will durchaus sagen, dass wir insgesamt auch sehr viel mehr die Chancen als die Risiken sehen. Jedenfalls für die SPD sage ich das. Diese Diskussion um Änderungsbedarf, um Reformbedarf wird nicht an der Hochschullandschaft Brandenburg vorbeigehen. Insofern wird es Strukturänderungen auch in diesem Bereich geben müssen. Und eine alles bleibt so, wie es ist, das kann es eben nicht geben. Wenn also die SPD und die Linken brav den Vorschlägen des Ministeriums folgen, sieht es für den Erhalt der BTU düster aus. Nach über 2 Stunden Diskussion war Frau Kunz trotz etlicher guter Gegenargumente noch nicht umgestimmt und sie bekräftigte, trotz vernehmbarer Buhrufe, was sie zu tun gedenke. Und es handelt sich hierbei um eine Weiterentwicklung der Hochschulen mittels einer Neugründung. Dabei bleibe ich. Dafür die Weiterentwicklung beider Hochschulen mittels einer Neugründung. Eine Woche später. Die nächste große Podiumsdiskussion, diesmal von Radio 1 und der Lausitzer Rundschau organisiert, aber im Audimax, also ein Heimspiel für die BTU. Die Zuschauerränge waren voll und dort saßen keine Sympathisanten für die Fusionspläne von Frau Kunst. Immerhin standen der Bürgermeister von Senftenberg und der Präsident der Hochschule Lausitz der Ministerin argumentativ zur Seite, während das Cottbuser Stadtoberhaupt treffend die traurige Nebenwirkung des ganzen Prozesses formulierte. Haben Sie auch Bedenken, dass die Debatte am Ende schädlich für beide Städte ist? Ja, sie ist es ja bereits. Wenn man in die sozialen Netzwerke schaut, ins Internet, dann sehen wir, dass dort diskutiert wird, dass man sich nicht bewerben will, bei einer Experimentieruni zum Beispiel, oder dass man überlegt, vielleicht seinen Master hier nicht zu machen. Also es gibt sehr viel Unsicherheit. Professor Emmermann hat gesagt in der Stadtverordnetenversammlung, beide Hochschulen sind gut angekommen in der Region. Das ist die Grundaussage gewesen. Und jetzt gab es eine Aussage, einen Schritt zurückzugehen. Heißt das, wir haben jetzt den Punkt erreicht, ergebnisoffen über die Umsetzung des Berichtes der Lausitz-Kommission zu reden, die Hochschulen zu bitten, dort Vorschläge zu machen, damit man dann auch tatsächlich vor der Sommerpause zu einem Ergebnis kommt. Wenn noch weitere 3 Monate diskutiert wird, dann gibt es die Entscheidung, bitteschön, die Hochschulen haben keinen Gegenvorschlag gemacht, es kommt zur Neugründung und es geht ins Kabinett und in den Landtag. Und das darf nicht passieren. Ministerin Kunz selbst brachte es mit ihrer Art so weit, dass man ihren komplizierten Sätzen kaum folgen konnte und das Publikum ihr auch nicht alles glaubte, was sie in den Raum stellte. Also aus dem Publikum kommt gerade die Frage, woher? Nehmen Sie es aus Potsdam oder aus Frankfurt? Und jede Kritik an der BTU fand stichhaltige Gegenargumente. Also ich bin vor einem Dreivierteljahr hingekommen und zahlreiche meiner Freunde hier, wir kommen von überall her aus Deutschland, aus Wiesbaden, Hamburg, Berlin, Spremberg, Cottbus, Amerika. Und wir sind hier hingekommen, weil wir an eine der besten Unis Deutschlands wollten. Und wir haben... Und in dem Dreivierteljahr hier, das ich jetzt hier studiere, hat nichts diesen Eindruck in irgendeiner Form zerstört. Und in nur 20 Jahren hat die BTU diesen Ruf, diesen Namen in Deutschland so weit nach vorn gebracht. Es ist mir völlig unerklärlich, wieso wir das jetzt wieder aufgeben sollen.
Endlich ist die Ministerin so weit, dass sie ein Mitspracherecht akzeptiert. Die Diskussion der Empfehlungen der Lausitz-Kommission startet und wird intensiviert. Die Umsetzung der Empfehlungen erfordert ein strukturelles Dach. Selbstverständlich werden wir gute Vorschläge zur Umsetzung auch einer der Empfehlungen jederzeit gerne mit integrieren. Und die Vorbereitung der Umsetzung einer gemeinsamen technischen Universität geht voran. Bleibt die Frage, wer wie viel mitreden darf, wenn es darum geht, die Details zu klären. Die Studierenden der Hochschule Lausitz fühlen sich bis jetzt von ihrem fusionswilligen Präsidenten aus der Diskussion ausgegrenzt. Das Mitspracherecht, was wir quasi haben, ist relativ sehr gering, quasi bei null. Zudem fehlen uns einfach Informationen auch von Seiten des Präsidiums, die zurückkommen, wie es auch gerade eben angesprochen wurde. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also die Kommunikation mit der Frau Kunst erfolgte in der letzten Zeit immer über die BTU, was ich sehr schön fand und auch, dass wir von der BTU eingeladen worden sind, weil auch von unserer Seite das Interesse natürlich da ist. Und ansonsten hat sich Frau Kunst leider nicht direkt zu uns Studierende an die Hochschule Lausitz gewandt. Ansonsten immer übers Präsidium, aber leider nicht direkt an die Studierendenschaft, die es natürlich hauptsächlich auch mit betrifft. Fast alle lieben die BTU. Aber ob das eben ausreichend ist, wird sich noch zeigen.